Ja. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Kretschmer. Spazieren gehen ist gesund. Heute wieder Zwönitz. Und Herr Kretschmer, da haben Sie aber ganz schön gehorcht, wo dieser Professor Ihnen, wo Sie Quarantäne hatten. Ich dachte, Sie wären noch in Quarantäne. Also der Professor aus Leipzig hatte Ihnen ja gesagt, dass auch sehr viele Geimpfte in den Intensivstationen sind. Hoffentlich haben Sie sich das etwas zu Herzen genommen und nicht nur die Schuld auf die Ungeimpften. Also wie gesagt, deswegen haben Sie ja die ganze Sache nochmal verschärft. Also, haben Sie auch eine Waffe heute mit, Herr Kretschmer, wie die Spaziergänger angeblich mal in Chemnitz mit hatten. Ach Mensch. Und eine Laterne haben Sie auch mit, Herr Kretschmer. Also, wie gesagt, ich werde heute wieder ein bisschen spazieren gehen, habe mich den ganzen Tag drauf gefreut, weil es soll hier zum Beispiel wie heute 19 Uhr die gesündeste Luft sein in ganz Sachsen. Also nicht ganz, also es gibt auch noch in Annaberg oder so und anderen gibt es auch noch sehr gesunde Luft. Also Herr Kretschmer, machen Sie es schön gut. Wie gesagt, schade, dass Sie nichts gesagt haben. Sie sind ja fast wie versteinert, wo Sie mich gesehen haben. Ja, also wie gesagt, meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Mit 59 Jahren bald. Also, machen Sie es gut. Oh, einen Bart haben Sie sich auch wachsen lassen. Naja, nicht, dass Sie hier frieren. Also, aber die Quarantäne darf man ja auch nicht verlassen. Also ich dachte, Sie wären in der Quarantäne. Wie kann denn das überhaupt passieren? Sie sind doch nur von Geimpften umgeben. Fragen über Fragen. Nicht, dass das auch etwas damit zu tun hat mit dem Klinikchef von Chemnitz. Diese arme Seele, die vom Dach gesprungen ist. Traurig, traurig. Sachen gibt es hier in unserem Land, speziell auch in Sachsen, wo Sie, glaube ich, Ministerpräsident sind. Ja, also Leute, traurig, was hier abgeht. Ja, also Humor, Satire ist immer mit dabei, hier auf dem Kanal von Bernd Arnold. Und ja, spazieren gehen ist gesund, unheimlich gesund, und ich habe mich heute den ganzen Tag drauf gefreut. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Sehr schön. So, hier noch einmal diese schöne, sehr schöne Bostsäule am Marktplatz hier in Zwönitz. Die wollte ich euch letztens zeigen und da habe ich aber das aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte. Und das, was ich aufnehmen wollte, das ging ein bisschen schief. Also, wie gesagt, einmal Staatskarosse ist auch schon da. Wie gesagt, sehr schön. Also, spazieren gehen ist gesund, sehr gesund. Und das ist ein kleiner Rundumblick hier aus Zwönitz. Ja, und dort hatten wir noch einen Schuhhändler. Jawohl, hier ein ganz lustiger Geselle. Hier wunderbar, sehr, sehr schön. So, also hier auf dem Markt. Also, es sind schon Leute, die hier gerne spazieren, weil das hat sich doch nicht schon sehr gut rumgesprochen. Und Freitag ist das natürlich auch eine ganz, ganz wunderbare Sache. Also es sind schon mehr, wie soll man sagen, Staatskarossen angekommen. Und
In dieser Richtung hier hinten stehen auch noch welche. Von der anderen Richtung, wo ich gekommen bin, hatte ich eigentlich kein Staatskarosse. Also das sind die, wer es nicht weiß, das sind die weiß-blauen oder silberblauen. Also das sind die Staatskarossen, gesponsert vom Volk oder vom Volke. Nur mal so. Richtig. Ja, also, wie gesagt, das werde ich jetzt mal hochladen. Das Interessante, oder das Gespräch vorhin, das war sehr interessant mit Herrn Kretschmer. Das war ja eine ganz feine Sache. Und ihr wisst ja, Humor, Satire wird groß geschrieben bei mir auf dem Kanal. Also, ich wünsche euch einen schönen Freitag und es kommt auf jeden Fall noch Teil 2 und eventuell Teil 3. Also, tschüss!